Jetzt versuche ich noch einmal das Mitleid von anderen zu erringen, zu erreichen. Also die schöne Jugendgruppe, die ich als Begleitung oder die mich als Begleitung mitgenommen haben bei Neuschnee vor ein paar Tagen. Da habe ich jeden der Jungs so bewundert, weil sie so prächtig sind und so gescheit, klug, mutig, sanft, verständnisvoll, einfühlsam und so irgendwie in ihrem Wesen das so ausströmen, dass sie jetzt auch bald erwarten, das Leben zu entfalten können. Also das sehnsüchtige Verlangen, das sie jetzt so lange gespeichert haben, du musst dir denken, die sind jetzt 17 Jahre, die haben ja noch niemals zurückgehalten. Immer müssen nur zuhören. Das ist auch gut, es ist auch Liebe, wenn man zuhören darf, also wenn man überhaupt viele Professoren und so hat. Aber dann kommt dennoch die Zeit im Jüngling, wo jeder sagt, jetzt möchte ich dann einmal das zur Realität machen. Jetzt musst du dir vorstellen, jeder Einzelne ist es angesprochen, dieser Jungs. Wenn der seinen Vater hätte wie mich, wäre der nicht falsch beraten, sondern er müsste sich irgendwie auch glücklich schätzen. Und ich würde mich auch sehr glücklich schätzen, wenn ich einen von diesen Jungs als Jungen ansprechen dürfte. Ich würde mit ihm durch die schönen Landschaften fahren, reiten mit schönen Pferden manchmal oder wandern und würde ihm ja an Bildung viel mehr oft geben können in kürzerer Zeit als ein anderer, zum Beispiel eine, die nur Beamtin war und immer nur den gleichen Griff getan hat, die hat ja gar nicht das Vermögen oft, die Schönheit, die Wahrhaftigkeit in der Welt so tief zu erspüren, wie es ein Junge, ein Hochintelligenter vermag. Und der nicht nur die Intelligenz des Gehirnes besitzt, sondern auch die lebenssehnsüchtige Ausströmung. Also diese Gewalt im Herzen, die zwar noch halb im Verborgenen liegt, die aber nur ein machtstrebender Mann mitfüllen kann mit einem Jugendlichen. Das, was im Herzen eines jungen Menschen vorgeht, das kann oft eine Frau in diesen Aspekten gar nicht so tief mitfühlen. Die Wanderslust, die Leidenschaft, die Abenteuerlust, also die Lust zu riskieren, einzusetzen, zu ertragen, zu dulden, sich initialisieren, initiieren zu lassen, aufgenommen werden, Männerfreundschaft, das alles, das ist Männersache. Und ein Vater, was glaubst du, der stolz das weitergeben will, dass der ja selbst in diesem Glanz aufgeht, wenn er den Jugendlichen ja blühen sieht, verstehst? Die ist auch stolz, also jeder einzelne Junge von diesen Hochkarätigen, was glaubst du, wenn ich da einen von ihnen hätte? Wie glücklich, dass ich da wäre, verstehst du, ich meine? Und in unserer Zeit wurden die Männer halt so degradiert und devastiert, dass ihnen einfach alles abgesprochen wurde, jede Tugendhaftigkeit. Aber das stimmt nicht, weil ich könnte ja jedem diesen Knaben während dem Gehen viel von Anthropologie erzählen oder von Psychologie oder Psychiatrie oder in anderen Sprachen auch. Wenn er das wünscht, kann ich mit dem Englisch reden oder sonst was. Verstehst du, ich meine? Dass dieses Annehmen, das ist wirklich ein großer Schaden, wenn man das dem Mann vorenthält, weil man ihn irgendwie einzwingen will, weil man ihn versklaven will. Und dann lebt nichts mehr, verstehst? Und hier liegt so eine Pracht an Bildungsvorrat. Brach, sozusagen, verstehst du, wie ich das meine? Weil ich wurde so oft mit meiner zugeschüttet, als ich zum Beispiel schon gratis Nachhilfeunterricht gegeben habe, hat man sogar da noch meinet gesagt, ja, vielleicht missbraucht er dich oder sonst was, dass ich selbst das nicht mehr ausführen konnte. Und dann liegt eine hohe Kapazität brach und der andere bringt nur ein Zehntel dessen, was ich bringe, und wird hochdotiert. Und das ist ja nicht gut, verstehst? Wenn du den Mann so entwürdigst und degradierst. Und das
Wollte ich sagen, weil ich manchmal den Namen, die Fahnenkaiserei Österreichs, ein bisschen zu hart anfasse, dass das nicht böse gemeint ist, verstehst? Also diese fünf Jungs und das Mädchen, die mitgelaufen sind, spreche ich hier an, dass das auch als Entschuldigung von mir aufgefasst werden kann. Verstehst? Wenn ich den Fahnenbegriff, die Nationalität manchmal in der Reisen habe, dann meine ich das zum Guten. Wie stolz ich auf das Lebendige wäre, verstehst? Welche Sehnsucht. Also, das sollte ein Lob an jeden dieser Menschen sein, dass er das spürt, wie er geliebt ist, wie er begehrt wäre, wie sehnsüchtig diese Männer, diese Väter, sie leben, aber nicht formulieren können und meistens so beschädigt sind im Ruf, weil sie irgendwie degradiert wurden, weil sie ein Bier trinken oder sonst irgendwas, was aber den ganzen Menschen so demütigt, was ihm nicht gerecht wird, verstehst? Weil die Liebe viel tiefer ist eines Vaters. Auch wenn er zum Beispiel sollte Alkoholiker sein oder sollte der Vater nur väterliche Bezugsperson sein und gar nicht leibliche, hat er trotzdem eine total tiefe Liebe oft. Verstehst? Und das ist schade, wenn die Frauen- oder Weiberwirtschaft suggeriert, der Mann habe keine Liebesausstrahlung oder könne das nicht geben. Das ist ja nicht so. Der Mann hat viele Tugenden. Auch wenn er äußerlich einen Stoppelbart tragen sollte oder wenn er mal irgendetwas missfällt, verstehst? Weil zu deinem Vater wirst du auch irgendwie auch in einer Rivalitätsrolle immer stehen müssen. Dass du irgendwo auch einen Hass oder sagen wir einen Wut oder eine Rivalität spürst. Das ist auch gut so, verstehst? Aber das muss halt ausgelebt werden. Das darf nicht unterdrückt werden. Also ich liebe alle von diesen lieben Kröten. Die ja stärker sind wie ich, da kann ja mir jeder eine aufbrennen, verstehst? Und dennoch bevorzuge ich sie gegenüber dem, wenn nichts ist. Nichts, jetzt gehe ich allein, verstehst? Da bin ich irgendwie nicht so glücklich. Wenn ich jetzt einen von den Jungs hätte und sage, ich nenne dich mein Halbeigen, weil das Herz und das Hirn pocht ja bei dir selber stärker als bei mir, weil ich bin ja schon veraltet, dann wäre ich dankbar. Und er wäre auch irgendwie glücklich, wenn er die Liebe spürt, verstehst?